Mit dem KTM Lycan 771 schauen wir uns heute einen EMTB Fully an, was für den All-Mountain-Einsatz konzipiert wurde. Und KTM bewirbt es mit Any Place, Anywhere, Anytime. Und das trifft es eigentlich ziemlich gut. Und jetzt viel Spaß beim Video. Mein Name ist Marc und ich darf euch heute hier bei Zweirad Express begrüßen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ist Any Place und Anywhere nicht auch das Gleiche? Naja, wie auch immer, darum soll es gar nicht gehen. Wir wollen über das Lycan 771 sprechen. Ist natürlich ein EMTB Fully, dementsprechend Diamant, Alurahmen. Das Ganze in Kombination mit 27,5 Zoll großen Laufrädern, um eben auch mal über Stock und Stein drüber fahren zu können. Dann, ja, wir gehen nicht direkt auf die Dämpfung. Erstmal Schwalbe Nobby-Reifen gefallen mir persönlich richtig gut. Die haben einen richtig schönen Halt, auch bei losem Untergrund. Wir haben, was die Dämpfer angeht, beide aus der Fox Float-Serie. Das heißt also die Gabel, die Fox Float 34, genauso wie der Zentraldämpfer, der aus der gleichen Serie kommt. Das Ganze ermöglicht hier vorne einen Dämpfweg von 150 mm. Das ist also schon mal richtig viel und ja, fängt da eben sehr viel auch im Trail ab. Wir haben hier Selle San Marco Sattel, ist für ein EMTB fast bequem. Das Ganze natürlich mit Dropper Pole, also mit versenkbarer Sattelstütze, was natürlich einfach der Komfortfaktor schlechthin ist. Natürlich können wir auch selber mit in die Pedale treten, müssen wir auch, denn die Unterstützung ist ja bei 25 ausgesetzt. Das ist eben rechtlich so, das ist ein Pedelec, das passt. Und dann haben wir hier eine 12-Gang-Schaltung, Schaltwerk aus der Diore XT-Gruppe von Shimano und auch der Schalthebel ist aus der Shimano Deoro-Gruppe. Und dann müssen wir natürlich auch mal den Akku ausbauen, um ihn zum Beispiel mit im Winter mit in die Wohnung zu nehmen. Und wie das geht, schauen wir uns jetzt an. Den Akku können wir beim Lycan wie folgt rausnehmen. Zack, etwas drücken hier auf die Abdeckung und dann lässt sie sich so herauslösen. Und der Akku ist jetzt nicht mehr verriegelt, das heißt also einfach hier unten anfassen, etwas hochnehmen. Und dann muss man so ein bisschen die richtige Position finden. Dann kann man den gleich auch seitlich aus dem Rahmen herausnehmen. Jetzt haben wir hier in der Hand unseren Bosch Intube Akku. Und ja, man sieht halt, es ist der 750 Wattstunden Akku. Das ist schon ein relativ langer. Und den stecken wir hier dann wieder genauso rein. Zack, jetzt sitzt der schon wieder im Unterrohr. Wir können hier die Abdeckung dann auch wieder seitlich erst die beiden Zähne, nenne ich es jetzt mal, und dann mittig drauf, bisschen drücken und dann zack. Und so ist er wieder drin. Und ich habe zwar schon darüber gesprochen, dass wir hier das Kiox-Display drauf haben, aber für diejenigen, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, hier ist das Ganze mal im Einsatz. Einschalten können wir das Rad an der Bosch Remote. Hier oben ist ein kleiner Knopf, jetzt fährt das Ganze hoch. Signalisiert uns hier auch gleich, wie viel Akku wir haben und in welcher Unterstützungsstufe wir sind. Das Ganze können wir, wenn wir uns nicht gerade quasi im Startmenü befinden, können wir hier die Unterstützungsstufe einstellen. Ihr seht hier auch gleich die Veränderung. Hier sind wir dann im Turbo-Modus und das Ganze spiegelt sich dann hier auch direkt im Kiox-Display wieder. Und da können wir auch gleich bleiben. Wir werden hier gleich darauf hingewiesen, wir möchten noch bitte die Bosch Flow App herunterladen, wo wir dann auch alle Fahrdaten einsehen können. Das bestätigen wir hier mal und haben wir hier quasi unseren Standardbildschirm. Unterstützungsstufe, wir haben hier die Akkustandanzeige, wir haben hier die Geschwindigkeit und dieses ja, Piktogramm, dieses Diagramm zeigt uns dann, wie viel eigene Leistung und wie viel Leistung der Bosch Motor bringt. Und hier haben wir dann verschiedene Seiten mit ja, Statistiken und Informationen, die wir dann nochmal aufbereitet auch in der Flow-App uns einschauen können. Genau, Navigation funktioniert eben auch über die App. Und wenn wir hier drauf drücken, dann ist das Ganze auch wieder aus und hier kriegen wir nochmal eine Zusammenfassung unserer letzten Tour. Verzögern wollen wir natürlich auch gut können. Dafür haben wir hier die SRAM DB8 drin, 4-Kolben-Bremsanlage, die auch, wenn es mal schneller bergab geht, richtig gut verzögern können. Wenn ihr weitere Fragen zum Lycan 771 habt, dann schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, beantworten wir euch alle. Wenn ich euch dafür begeistern konnte, wünsche ich euch ganz viel Spaß damit. Ja, wirklich ein cooles Fahrrad. Dann wünsche ich euch eine gute Zeit. Passt auf euch auf. Bis dahin. Ciao.